Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Wir wollten jetzt mit dem Nergal ein bisschen quatschen. In der Hoffnung, dass der ein paar vernünftige Tränke für uns hat, die er uns mal andrehen möchte. Du bist also der Alchemist. Etwas lauter, bitte. Ich höre etwas schlecht. Ob du der Alchemist bist? Aber selbstverständlich bin ich das. Ich meine Kristalle. Die Magie liegt in den Pflanzen. Das ist doch eindeutig. Zeig mir deinen Kram. Soll mir recht sein. Bla 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 bla. Geisterblumen brauchen wir nicht. Geisterpilz brauchen wir auch nicht. Klingenblatt brauchen wir auch nicht. Schafauge brauchen wir auch nicht. Schattenelixier, Schattenfeuertrank, der Klingentrank des Schützen. Das sind beides gute Rezepte, die werden wir beide kaufen, weil wir dafür nicht das nötige Geld haben. Das ist wiederum ein bisschen schlecht. Das heißt, wir müssen vielleicht ein bisschen Schlösser knacken. Arrgh. Ja, ich möchte das auf jeden Fall haben. Das heißt, wir müssen was verkaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann jetzt erstmal hier den. Ach, das erstmal. Die verkaufen wir auf jeden Fall. Federohrring verkauft. Der ist 400 ist der wert. Komm, wir verkaufen das Ding. Den Eilstein verkaufen wir auch. Ja. So. Ausrüstung sind wir durch. Magie. Kristallfackel. Erhellen brauche ich nicht, verkaufe ich alle. Heilung verkaufen wir auch. Rost kann Schlösser in Sekunden verrosten lassen. Das Ding behalten wir. Schöpfte Energie wieder um dich herum, die verkaufen wir. Runen noch. Ich denke nicht, dass ich davon mehr als eine brauche. Ich glaube, Runen sind unbegrenzt oft benutzbar. Papageienflug 14 ist viel zu viel. Ich denke, wenn wir 5 Stück haben, reicht das. Das heißt, wir verkaufen 9. Blutrausch versetzt den Gegner in Raserei und lässt ihn jeden und alles angreifen. Nope, brauchen wir nicht. Zieht deinen Gegner schleichend Lebensenergie ab. Brauchen wir auch nicht. Rückschlag. Nö, brauchen wir auch nicht. Gut. Nutzbares. Wir könnten ein bisschen Proviant verkaufen. 100 Stück. Wir können dicke Proviant verkaufen. Das wären, wenn wir 100 Stück verkaufen, schon direkt wieder 500 Gold. Crocs brauchen wir auch nicht so viele. Bloody Mary, Rum. Trank der Magie kann ich, glaube ich, verkaufen. Ich behalte die Tränke mal lieber. Wer weiß, für was wir die noch benötigen. Ich verkaufe mal einfach 100 Stück. Plunder! 181 Kugeln. Meine Güte, ne. Bolzen haben wir nicht so viel. Das ist nicht so gut. Muscheln werde ich gleich mal alle öffnen. Kerzenhalter, 2 Stück verkaufen, Trinkhorn verkaufen, Goldteller, goldener Pokal verkaufen. Dann haben wir bestimmt unten noch irgendwo was rumliegen. Interessanterweise gerade nicht. 6 Krüge, 3 Gabeln, Level 4 Messer, eine Pfeife, ein Hammer, Kochlöffel brauchen wir glaube ich auch nicht. Egal. Doch, kann sein, dass wir dann nur dann mit dem Ding halt dran kochen können. Wird für Voodoo-Rituale verwendet. Gut. Den großen Löffel brauchen wir auch dafür. Das Ding verkaufen wir. Dann haben wir jetzt erstmal alles. Dann können wir noch eben das andere Rezeptchen von ihm holen. Plunder, Ausrüstung. Benutzbares. Plunder.
Wo ist denn dein Rezept? Oder habe ich das jetzt schon gekauft? Beides. Erstmal Handel akzeptieren. Dann gucken wir nochmal eben. Soll mir recht sein. Da ist es doch. Kaufen. Handel akzeptieren. Kannst du mir etwas beibringen? Was? Alchemie lernen. 500 Gold, 20 Geist. Ritualmeister lernen. Verbessere die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich um 50%. Ist die Frage, ob das auch auf die Permanent-Attributsänderungen auswirkt. Ich glaube nämlich nicht. So gut bin ich auch nicht. Okay, mein Geist ist halt noch ein bisschen angeknackst. Wir können noch keine Alchemie lernen. Das ist schlecht. Gut, woran arbeitest du denn gerade, mein Freund? Woran arbeitest du gerade? Also, du musst wissen, dass wir hier auf Taranis mehrere Klimazonen haben. Und? Und du hast mich nicht zu unterbrechen! Bedingt durch diesen Umstand wächst hier ein besonderes Kraut, das ich Taranis-Kraut getauft habe. Ja, habe ich schon gefunden. Allein die Vorstellung, was für Kräfte in dieser Pflanze schlummern könnten, beflügelt meinen Geist. Wenn ich nur 5 Exemplare hätte, könnte ich meine Studien fortsetzen. Ich besorg dir dein Taranis-Kraut. Ich besorg dir dein Taranis-Kraut. Exzellent! Aber achte darauf, es nicht zu gewaltsam aus dem Erdreich zu entfernen. Zum Dank sollst du eines meiner Elixiere erhalten. Kannst du mir das beibringen? Nein. Blub. Wo wächst das Taranis-Kraut? Sieh dich in der Mitte der Insel um. Dort wird ein Fluss von einem Wasserfall gespeist. Und dort sollst du auch fündig werden. Lass die Natur dein Wegweiser sein. Wird dir hier unten nicht langweilig? Langweilig? E contrario. Die hohe Kunst der Alchemie ist niemals langweilig. Das Studium der magischen Ingredienzien benötigt Zeit. Schreib er sich das hinter die Ohren. Schon gut, ich hab's kapiert. Gut, so weit, so gut. Nom. Ich muss mal ganz kurz eben hier an den Tisch dran, ne? Wir können uns eine Geistpaste in die Haare schmieren. Und ein Schattenelixier auch. List und Geist würde dadurch steigen. Trank der Klingen, Trank des Schützen. Die Dinger müssten wir auf jeden Fall kaufen. Trank des Diebes auch, weil die kann ich leider noch nicht herstellen. Zeig nochmal her, den ganzen Schlönskram, den du da hast. Aber so wie es aussieht, hat er keine Tränke auf Halde. Gut. Sehe ich das jetzt gerade richtig, dass er mir jetzt... Vergiss es. Ende. Gut, gehen wir erstmal raus hier. Wir haben ja relativ viel jetzt da unten gekaunert an Leckerpflänzchen. So, ich glaube, wir sind jetzt gerade in der großen Halle von den Magiern rausgekommen. Was bedeuten würde, dass wir nicht mal mehr mit dem Typen da sprechen müssen. Und ihn beeindrucken müssen, denn wir sind ja jetzt schon drin. Durch den Brunnen zwar, aber egal. Wo geht's denn hier hin? Ein wunderbarer Platz für eine Massenopferung. Denk gar nicht dran. Alter, dieser Typ ist manchmal so gruselig, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier reinkommen werden. Hier ist auf jeden Fall das Lager. Die Frage ist, ob wir da irgendwie mit einem anderen Weg... Okay, da hinten geht's raus, da kommen wir dann zu dem Schiff. Ich vermute mal, dass wir da wirklich nur von der anderen Seite rankommen. Was sagt denn die Karte dazu eigentlich? Die Karte sagt, wir kommen wahrscheinlich wirklich nur von hinten rein. Durch irgendeine Höhle.
Okay, da ist der Nahkampftrainer, da ist Alchemist. Hier drin gibt es auf jeden Fall viele, viele Leute. Ich werde aber wirklich mal ganz kurz eben ne, ich werde jetzt erstmal hier hinten durch die Geschichte durchlaufen. Wo wir gerade mal hier drin sind. Vielleicht hätte ich auch den Papageienflug dafür benutzen können. Hallo Faruko, wie geht es dir? Was habe ich da gehört? Nichts, nichts. Alles in Ordnung. Schlaf ruhig weiter, mein Freund. Ein Bücherregal. Wir können mit denen interagieren. Bücher über Physis und Psyche. Zum Einschlafen. Yep. Verschiedene Kompendien über astrale Bahnen. Aha. Werden wir hier gesehen? Nein, sehr schön. Also erstmal aufmachen. Das war ja einfach. Gut. Hier ist eine ganze Menge drin. Da ist eine Bank. 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 Das Haus der Magier. Ich hasse diese sogenannte saubere Magie. Wo bleibt denn da der Spaß an der Sache? Das weiß man nicht. Was gibt's denn noch in den Bücher? Bücher über Naturheilkunde. Nichts interessiert mich weniger. Gut, ich glaube, der hat einfach gar keinen Bock zu lesen gerade. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Geht mir genauso. So, dann schleichen wir mal hier rein und speichern vorher einmal natürlich. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ja, okay. Ja, ich weiß. Du bist neu hier und willst schnell Magie lernen. Schmink dir das ab. Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Ich will auch keine Magie lernen. Mit dir unterhalten. Sehe ich so aus, als wenn ich meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Ich bin hier, um das Wissen der Magie zu verbreiten. Merkt ihr das? Ich muss mich nun wieder anderen Dingen zuwenden. Ich möchte mehr über die Kristallmagie erfahren. Da ich nur wenig Zeit habe, wirst du dich mit der Kurzfassung begnügen müssen. Die Kristallmagie mag für den Unwissenden wie eine weitere beliebige Form der Magie erscheinen. Sie kann aber viel mehr. In ihr ruht die Kraft, mit der selbst den Titanen getrotzt werden kann. Wie schaffen es ein paar Kristalle, Titanen aufzuhalten? Kennst du nicht den Spruch, dass selbst der Glaube Berge versetzen kann? Bei den Kristallen ist es ähnlich, nur praktischer veranlagt. Ihre Magie kann direkt kanalisiert werden. Je eher es uns gelingt, ihre komplexen Strukturen zu verstehen, desto wirkungsvoller wird die magische Ausbeute sein, die wir aus ihnen ziehen. Wo haben die Kristalle ihren Ursprung? Eine zugleich interessante, wenn auch irrelevante Frage. Vielleicht sind sie nur ein letztes Geschenk der schwindenden Götter gewesen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Vielleicht lagen sie aber einfach seit Äonen unter hartem Fels verborgen. Letzten Endes ist nur wichtig, dass wir sie haben. Klingt alles so, als wolltet ihr Gott spielen. Die Götter haben uns verlassen und wir brauchen sie auch nicht mehr. Diese Kristalle geben uns die Kraft, die Ordnung wiederherzustellen. Sie sind der Schlüssel für das Fortbestehen der Menschheit. Also machen wir von ihnen Gebrauch. Für den Moment habe ich genug gehört. Danke. Gut, ich denke, dieser kleine Exkurs sollte dein Wissen erweitert haben. Widme dich nun wieder deinen Aufgaben. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach. Magie sicher lernen. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch, dir ist das egal. Es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steigert dein Magie-Sicher-Talent um 10 pro Stufe. 500 Gold, Härte, 20 Geist, 20 können wir leider noch nicht lernen. Gut, gehen wir mal ganz kurz raus. Damit er sich wieder hinlegen kann, damit ich ihn weiter beklauen kann. Wie sich das so gehört.
Einmal kurz speichern. So, gibt es hier noch was? Da ist eine Schale oben drauf gewesen. Ich glaube, das war es jetzt. So, direkt wieder rausgehen. Was gibt's denn hier noch? Hier steht einer rum. Aber den befragen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja, morgen oder übermorgen wieder. Und wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Tschüss!